und hofft mal, dass dadurch die Zeit verstrichen ist. Also im Spiel ist definitiv ein halber Tag vergangen. Oder so mindestens 6-7 Stunden. Hallo? Ah, da bist du ja. Eine Goldmünze bitte. Bitteschön. Und Schuhe. Dankeschön. Noch irgendetwas anderes. Kannst du mir sagen, was das ist? Oh, man kann auch Sachen identifizieren bei ihm. Aber wird nicht wissen, was diese Kugel ist, oder? Das da. Dies ist eine resiliente Sphäre. Ein Goldstück wert. Okay. Mit dem Dolch. Ein Goldstück wert. Das ist nicht viel. Das hier. Ein Goldstück wert. Ja. Warum haben wir denn vorher so viel dafür bekommen? Also wir haben ja andere Ausrüstungsgegenstände schon verkauft. Und haben wir teilweise 10 Goldstücke bekommen. Na gut. Was kannst du uns über die Talismane von Kabirius sagen? Nicht besonders viel. Aber ich kann dir sagen, dass 2 davon Schmiedearbeiten waren. Ein Schwert und ein Schild waren sie. Oh, okay, also Talisman ist eine Metapher. Das heißt, das Schwert in der 3. Etage könnte eins der Talismane sein. Ah, erzähl mir von dem Schwert. Ah, das war mal eine Waffe. Stärker als jede sterbliche Klinge. Und edel wie Caliburn. Das Schwert der Gerechtigkeit. Oh ja, das passt zum Avatar. Es wurde geschmiedet vom großen Flammenbart. Und das war's. Wüsstest du, wo das Schwert liegt? Ich habe gehört, es sind 2 Teile zerbrochen. Und willst du noch tauschen? Ja. Handschuhe. Oh, oh, sehr gut. Und ein Morgenstern. Den Morgenstern hätte ich gerne. Richtig gerne. Dolch. Rüstung. Morgenstern? Nein. Hammer? Nein. Ich will ihm kein Gold geben. Und das Ding auf keinen Fall. Ja, nee, wir müssen auf jeden Fall nochmal zu ihm zurückkommen. Mit mehr Sachen. Er hat eine Goldmünze. Wart mal, ich verkaufe mir jetzt für eine Goldmünze den Dolch. Da hat er theoretisch mehr Platz hier im Handelsfenster. Und vielleicht hat er dann auch die Sachen, die hier noch auf dem Boden rumliegen, zum Tauschen als Angebot. Nimmst du das an? Ja, sehr gut. Tschüss, tschüss. So. Das wollte ich gar nicht, danke. Das heißt, jetzt huschen wir ganz schnell zurück zu unserer Rumpelkammer. Nehmen da alles mit, was einigermaßen Wert hat. Also, eigentlich brauchen wir nur 2, 3, 4 Teile. Weil wir können ja maximal 4 tauschen. Und kommen dann wieder hierher. Und versuchen, die bessere Keule oder diesen Morgenstern zu ertauschen. Und die Handschuhe und... Ja. Der hat viel nettes Zeug. Und mit etwas Glück auch das Schwert. Wobei die Frage, ob ein Morgenstern oder ein Schwert besser ist. Ja, ich denke, die werden beide gleich gut sein. Nur in verschiedenen Waffengattungen. So, was haben wir denn da? Die Axt könnte gut was wert sein. Genau. Das Schild nicht unbedingt. So. Das kann noch mit. Und die. Das Ding nicht. Und die Axt ist zu schwer. Was haben wir noch so an Gewicht dabei? Nicht viel. Okay, wir können mal die Angel da lassen. Und den Pilz.
ist okay. So, können wir jetzt die Axt mitnehmen? Nein. Na gut, dann halt das Ding auch noch. Jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, muss ich an Ultima Online denken. Wie ich stundenlang Kettenhauben gemacht habe und andere Sachen, um den Skill hochzubekommen. Ja, schöne Zeiten damals. So, wir wollen zurück zum Schmied. Und hier sind wir genau richtig. Ich glaube hier nicht mehr. Nö. Also hier rum. Ja, hier sind wir richtig gut. Müssen wir jetzt wieder so viel reden? Oder können wir gleich tauschen? Talismane, erzähl mir vom Schild. Das Schild des Mutes. Und der Name passt. Es gehörte Blackthorn einst. Blackthorn ist nicht so schön. Was? Aber es ist eins dieser Dinge, die einfacher sind, wenn man sie ignoriert. Anstatt an alten Wunden zu pulen, sozusagen. Weißt du, wo das Schild jetzt ist? Nö. Ist dies das Schild? Ne, wir haben bestimmt nicht das Schild aus Versehen gefunden. Werde ich tun. Möchtest du tauschen? Ja. Und er hat wirklich was Neues im Angebot. Okay. Ich hätte gern die Morgenstern zuerst. Dafür gebe ich dir diese tollen Kettenschuhe, diese sehr schöne Axt. Reicht das? Nein. Und diese schöne Kettenhaube. Und diese schöne Kettenhaube. Okay, nehmen wir das mal zurück und das und tauschen gegen die Handschuhe. Hältst du mich für einen Trottel? Nö, eigentlich nicht. Nö. Ja, boah, zäher Verhandlungspartner. Aber gut, wir haben endlich mal Handschuhe. Fehlen nur noch Ärmlinge. Bye bye, bye bye. Ich hätte richtig gerne den Morgenstern. Deswegen mache ich jetzt mal Folgendes. Unser schönes Gold. Das können wir wieder zurücktauschen. Also müsste es eigentlich passen. Auge. Das sind die Sachen, die wir ihm gegeben haben, oder? Und es steht nicht bei, dass sie ihm gehören. Also man könnte hier wohl schummeln und einfach die Sachen ihm geben, aufheben und so alle seine Sachen bekommen. Aber das ist doof. Genau, also ich laufe jetzt nochmal zurück. Sammle wieder alle Sachen ein, die wir verticken könnten. Und wenn das dann nicht reicht, was es nicht wird, weil wir ja gerade gesehen haben, dass es nicht reicht, dann gebe ich halt noch ein paar Münzen dazu. Wobei ich... nein! Wo sind wir? Sind hier im Wasser. Wo kamen wir hier raus? Südlich, okay. Aber ja, wir geben ihm den Ramsch, wir geben ihm ein paar Münzen dazu und hoffen dann, dass es passt. Dann können wir uns auch in der dritten Etage ein wenig besser behaupten, denke ich mal. Wobei es mit dem Gold so eine Sache ist. Aber wir können ja einfach immer wieder zu ihm zurück. Ist das Ding kaputt? Ja, es ist kaputt, okay. Das ist eine Brücke, aber das war nicht die Brücke, oder? Nee. Wir müssen jetzt nach Westen und dann irgendwann wieder hoch. Hallo Zwerg. Achso, du bist der Zwergen-Mineur. Hallo Mineur. Ich würde gerne mit dir tauschen. Nur 13 Gold. Gibst du mir das 13 Gold für die Keule?
Okay. Aber Notiz an später. Der Menü hat immer noch 13 Goldmünzen. Und die Keule sollten wir dann mitnehmen. Denn die ist auch noch serviceable. Also eigentlich müsste die ganz okay sein. Na gut. Wir müssen nach Osten und links an der Wand halten. Also genau falsch. Osten, links an der Wand. Da, wo er gerade hin will. Links an der Wand, links an der Wand. So, Ausgang. Süden zur Rumpel. Komm, oh, komm schon. Kammer, so. Und mitnehmen. Die Weste, die nur eine Goldmünze angeblich wert ist. Die Axt. Kettenhaube. Du geh mal da rein. Und das da. Das Gold tue ich kurzfristig mal wieder da rein. Die hier können auch noch mit. Oh, wir sind voll. Nee. Definitiv Stärke gerne erhöhen. Aber ja, jetzt gehen wir nicht zurück zum Schmied, sondern wir gehen jetzt zurück zum Mineur. Der ja hier, wenn wir rechts der Wand folgen, eigentlich wieder auftauchen müsste. Und dann versuchen wir erstmal seine 13 Goldmünzen zu bekommen. Hallo du. Ich würde gerne tauschen. Und zwar das hier und das hier gegen dein Gold. Nein. Und die Axt gegen dein Gold. Jo, angenommen. Sehr schön. So. Zack, 70 Goldmünzen. Und da es doch langsam ein wenig trist wird mit dem ganzen Hin- und Herlaufen und Kaufen und Verkaufen, werde ich das jetzt so machen. Ich werde einfach die Sachen hier einsacken, werde dann zum Schmied laufen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir wieder beim Zwerg. Tauschen? Ach, du willst erstmal reden, hä? Huh? Erzähl mir von den Talismanen. Ist mir ziemlich egal, wovon. Wo ist das Schild jetzt? Das werde ich tun. Ja, ich will handeln. So. Das da will ich haben. Dafür biete ich dir diese Beinschoner, dieses schöne Schild, das ich eigentlich gar nicht wirklich vertauschen will, aber das viel wert sein könnte, wäre das okay. Nein. Okay, wie viel Gold? 1, 0, 10 Goldmünzen. Nein. Okay. 20 Goldmünzen. Nein. Boah. 30 Goldmünzen. Ist ja nicht so, dass wir dafür zwei Level leer geräumt haben von Gegnern und allem möglichen Zeug. 40 Goldmünzen. Ja. Boah. So. Und später müssen wir unbedingt wieder genau hierher zurück, um unsere Goldmünzen wieder zu bekommen. Ich hoffe mal, es hat sich gelohnt. Wenn ich jetzt in der dritten Etage irgendwo genau das Ding auf dem Boden liegen sehe, fange ich zu schreien. Aber gut. Apropos dritte Etage. Da sollten wir jetzt wohl mal hin. Hier rum. Südlich. Da hoch und dann wieder am Menü vorbei. Ja, okay, langsam habe ich den Weg. Oder wir gehen einfach direkt hier nach unten. Warte mal. Haben wir hier wirklich alles gemacht? Da geht's runter, da geht's hoch.
Ja, das passt soweit. Na gut, dann runter. Flupp. Einmal hier durch und dann ganz runter. Wir haben diesmal gar keinen Schaden bekommen. Vielleicht gewöhnt sich unser Held ja langsam daran, durch irgendwelche Rohre gesaugt zu werden. Obwohl, wir sind schon in der dritten Etage, richtig? Ja, sind wir. Hier ist die Leiche von dem Anführer der Ex-Menschen. So, das hat jetzt Schaden verursacht. Okay, heilen. Heilen. Und hier hoch. So, die Stelle kennen wir doch. Das heißt, hier speichern wir jetzt ab. Dann bringen wir das Krakending da um, weil es uns einfach nur stört. Und danach gucken wir uns in Ruhe auf der dritten Etage weiter um. Also bis gleich.